hat er abgeschlossen. Seine Gedanken und Gefühle, die gucken wir uns heute an. Und in diesem Sinne, hello, hello, Sunshine. Und willkommen zu einer neuen Legung. Und zwar wird es ein Auswahlorakel. Und wow, ich habe gerade gefragt, ob dein Gegenüber abgeschlossen hat. Und jetzt liegt hier der Teufel. Okay, das ist eine sehr starke Energie, die hier direkt wirkt. Und bin gespannt, was dieses Orakel heute hier ans Licht bringt. Fakt ist, ihr dürft euch jetzt entscheiden zwischen einem dieser Kristalle oder aber ihr habt vielleicht auch mehrere gegenüber. Dann dürft ihr vielleicht nur als ein Beispiel für eine Person ein Kristall auswählen und das wird dann halt die Botschaft. Ich lege jetzt gleich die Karten nach und nach und ich würde vorschlagen, du überlegst jetzt mal, welcher Stein dich hier ganz spontan anspricht. Und wählst ihn aus oder legst halt Namen fest für den jeweiligen Kristall. Und dann starten wir auch schon direkt rein. Und falls ihr die generell schön findet, schaut unbedingt in meinem Shop vorbei. Leute, ich habe ja wirklich Kristalle aller Art in allen möglichen Formen. Auch in diesen wunderschönen Armbändern zum Beispiel, die ich trage. Das ist das Magic Trio und die Bergkristallkette. Wenn das spannend ist, gibt es alles in meinem Shop, genau wie eine private Legung. Die könnt ihr dort easy online buchen, falls ihr da mal Unterstützung braucht von mir. Und wenn ich euch mal privat die Karten legen soll, dann schaut gern vorbei. Und auf Produkte gibt es nur noch heute, oh gut, dass es mir einfällt, nur noch heute 30% Rabatt auf Kerzen, Schmuck, mein Notizbuch, Kristalle, alle Produkte, die man quasi anfassen kann. Auf die gibt es heute noch 30%. Also schlagt da gerne zu und gönnt euch noch fix was Schönes. Also, wir schauen rein und wir starten mit dem wunderschönen Rosenquarz, der Stein der Liebe. Ja, kann ich auch sehr empfehlen, wenn es um die Selbstliebe geht, wieder zu sich zu finden, sein Ich zu stärken oder generell Beziehungen zu stärken. Wunderschöner Kristall. Und für die Gruppe, die sich hierfür entschieden hat, bitte ich jetzt um klare Botschaften, Gedanken und Gefühle deines Gegenübers. Hauptthema ist: Hat er abgeschlossen mit euch? Wie steht er aktuell zu euch, zu dir? Gedanken und Gefühle. Und ich bitte um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Ich hoffe, euch geht's allen gut, Leute. Du und er, dein Gegenüber, welche Gedanken und Gefühle macht sich dein Gegenüber? Klare Botschaften bitte. Wow, habt ihr es gesehen? Ast der Schwerter. Er macht sich Gedanken. Ah, und hier ist so eine abgeneigte Haltung. Könnte sein, dass du gerade gar keinen Kontakt hast, weil von seiner Seite halt einfach nichts kommt. Ja, kann sein, dass du so die Person bist, die ihm hier ständig so den Kelch reicht, ne, und auch so Energie in seine Richtung schickt und sagt, oh, vielleicht hast du ihm geschrieben, vielleicht hast du gefragt, ey, was ist los? Wollen wir nicht mal sprechen? Wollen wir nicht mal reden? Und er ist eher so, nö, will ich jetzt nicht. Vier der Kelche. Jemand lehnt den Kelch, den du ihm reichst, ab. Okay. Das ist unsere Grundenergie. Und jetzt kannst du schon mal schauen, ob du in Resonanz gehst. Es ist nämlich eine allgemeine Legung. Und da, Leute, seid ihr immer in der Verantwortung zu schauen. Ganz bewusst, ob ihr in Resonanz geht. Ja, und wenn ihr wirklich mal so hundertprozentige Antworten haben wollt, wie gesagt, da kann ich euch sehr eine private Legung empfehlen. Da lege ich nämlich wirklich nur auf dich und auf ihn. Und was da immer rumkommt, das ist dann schon mal, ja, das haut einige vom Hocker. Das Feedback ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Also, wow, und der Gehängte. Also absolut, absolut blockierte Energie. Auch von seiner Seite ist da ganz wenig Invest. Eigentlich sehe ich hier gar kein Invest. Er sieht auch dich ziemlich kühl. Eure generelle, guck mal hier, ihr sitzt so Rücken an Rücken, kann man quasi sagen. Ja, Königin der Schwerter, das bist du in diesem Fall. Und am Ende der Reihe haben wir noch die dicke, fette Blockade mit dem Gehängten. Und der Gehängte ist der Stillstand. Hier passiert nichts. Ja, du hängst höchstwahrscheinlich sogar in der Luft. Hier ist auch ganz viel Unausgesprochenes, höre ich. Vieles,
hängt auch noch so im Raum. Kennt ihr das, wenn ihr duschen geht und danach, das ganze Bad ist so voller Nebel, ne? Weil du warm geduscht hast, vielleicht sogar richtig schön heiß geduscht. Oh, ich liebe das, ja. Und danach musst du das Fenster aufmachen, damit sich dieser Nebel, der Dunst verzieht. Aber bei euch wird das Fenster nicht geöffnet. Hier ist viel Unausgesprochenes. Das denkt auch er sich. Vielleicht gab es hier so ein ganz blödes, abruptes Ende bei euch beiden. Vielleicht auf einmal so hat eure Stimmung, eure Laune ganz schnell umgeschlagen, ja? Generell so eure Verbindung und von heute auf morgen oder, wie gesagt, ziemlich plötzlich waren so diese verhärteten Fronten. Also er ist aktuell auch ein bisschen abgeneigt, er ist distanziert. Es ist wirklich, als hätte man auf Pause gedrückt, aber auch keiner von euch beiden macht was. Es ist so, als würdet ihr das aussitzen. Das kommt mir hier rein. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem Rosenquarz. Aber vielleicht ist es auch so die Botschaft, ich soll gerade sagen, vielleicht würde der Rosenquarz gut tun in deinem Fall. Denn er tut ja genau das, er stärkt diese Verbindung, ja. Er zieht Liebe an, weil, ne, ich will jetzt nicht erklären, wie Kristalle funktionieren und so weiter, aber der Rosenquarz ist genau in so einer Situation sehr ratsam. Denn hier fehlt diese Liebe, hier fehlt der Flow, hier fehlt der Fluss, hier fehlt der Austausch. Ich habe das Gefühl, er sieht dich in einer Position, als wärst du sauer auf ihn. Er hat das Gefühl, du trägst dein Schwert schon auf Höhe, so nach dem Motto. Also du bist allzeit bereit zu kämpfen. Ich glaube, er weiß, wenn er dir jetzt nochmal dumm kommt, oh, ja, dann machst du ihm wirklich auch einen Kopf kürzer. Okay. Boah, hier sind verhärtete Fronten. Stapel Nummer 1. Also wirklich, wer sich hier heute für den Rosenquarz entschieden hat, für ihn gilt das Motto verhärtete Fronten. Und er sieht das auch so. Er ist auch nicht gewillt, sich jetzt hier vom Fleck zu bewegen. Aber du auch nicht. Und irgendwie kommt ihr aber auch beide klar mit der Situation. Aha. Lektion. Das mit euch war ihm eine Lektion. Ich wusste nicht, was ich hatte. Ich wusste nicht, was ich an dir hatte, bis ich es verloren habe. Dieser Mensch sagt, dich zu verlieren, hat ihm auch ein Stück weit so die Augen geöffnet. Es war ihm eine dicke, fette Lektion. Vielleicht hat er auch immer gar nicht geschätzt, was er an dir hat. Vielleicht hast du wirklich viel für diesen Menschen getan. Ich höre auch Geld geliehen, ihn unterstützt, warst für ihn da, hast viel toleriert, ja. Und das hat er zu dem Zeitpunkt, wo das immer so war, gar nicht geschätzt. Jetzt sitzt er aber zu Hause und ich sehe ihn auch wirklich so da sitzen, so ein bisschen, irgendwie ist er auch gerade in so einer Stimmung, verhängt er gerade so ein bisschen durch im Leben und dann hängt er da auf dem Sofa und dann denkt er so an dich zurück und denkt sich, verdammt, jetzt, wo es hier so still ist im Wohnzimmer, jetzt, wo ich nicht mehr einfach das Handy zücken und ihr schreiben kann. Jetzt wird mir so langsam bewusst, was ich eigentlich hatte an ihr. Wie schön die Zeit mit ihr war. Wie viel sie mir gegeben hat. Inwiefern sie mich unterstützt hat. Also sie war eine totale Bereicherung für mein Leben. Und jetzt, wo ich es verloren habe, jetzt sehe ich es. Vielleicht sogar jetzt, wo es zu spät ist. Du bist sauer auf ihn aus irgendeinem Grund. Du bist sauer auf ihn. Ich bekomme auch rein mit den 4 der Kelchen. Er ist so ein bisschen ignorant, beziehungsweise er hat auch geghostet, um sich selbst zu schützen. Vielleicht sogar aus Scham, Schuld, ja. Also weil er guckt dieser, guck mal, er guckt dieser Lektion, aber wirklich gerade auf Augenhöhe. Ne? Direkt rein schaut er. Und er hat es jetzt so wirklich vorm Gesicht. Ich habe das Gefühl, er käme sich auch ein bisschen dumm vor, würde er jetzt deinen Kelch annehmen. Also würdet ihr jetzt gerade wieder miteinander sprechen, der wüsste irgendwie gar nicht, wie er mit dir umgehen soll, kommt mir hier rein. Das kommt mir ganz deutlich rein gerade. Ich sehe ihn vor dir stehen und er guckt dich an. So ein bisschen mit so einem Schlosshundblick, ja. Aber vielleicht ist es auch ein Mensch, der weiß nicht so gut, sich auszudrücken, was Gefühle angeht. Ja, und dann guckt er dir so an und ich habe das Gefühl, du würdest das Wort übernehmen für ihn. Boah, das ist gerade ein ganz, ganz tiefer Gedanke, der mir reinkommt.
Du würdest, weil du weißt, dass er nicht wüsste, was er sagen soll, würdest du für ihn sprechen, wenn ihr so gegenüberstehen würdet? Du würdest ihn vielleicht sogar in den Arm nehmen und ihr müsstet gar nichts sagen, weil du weißt, wie er fühlt. Und das ist ein Mensch, der kann das nur schwer zeigen oder zum Ausdruck bringen. Er hat Probleme damit, ja? Und das kann ein Grund sein, warum er nicht auf dich zukommt. Weil er sich dumm fühlt. Dumm, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nicht dumm im Sinne von, ich bin nicht schlau, sondern dumm, man kommt sich dumm vor, ja? Weil man nicht weiß. Ja, ich habe sie enttäuscht. Ja, ich habe Dummheiten gemacht. Ja, ich habe mich komisch verhalten. Ich wusste nicht, was ich an ihr habe. Wenn ich jetzt wieder vor ihrer Tür stehe, was soll ich denn dann sagen? Ach, egal, ich lasse es. Hier hängt jemand und dieses Blut steigt ihm immer weiter in den Kopf. Und je mehr Blut in den Kopf steigt, desto lauter hört man sein Herz sprechen, sein Herz schlagen. Und ich höre, je länger eure Situation so bleibt, ja, dass ihr nicht miteinander sprecht, desto intensiver wird dieses Herzklopfen, also dieser Gedanke, dass ihm das bewusst wird, was er mit dir verloren hat. Weil ich hab das, ihr sprecht schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr. Ist das richtig? Und je länger, mit jedem Tag, der mehr vergeht, wo er auch merkt, du meldest dich nicht, je mehr Stille hier ist, je mehr Pause und Auszeit, desto heftiger werden diese Gedanken bei ihm. Desto mehr wird ihm das bewusst. Weil verloren hat er dich schon, so nach dem Motto, du bist gerade nicht da. Und dazu kommt noch, dass du dich nicht meldest für einige. Das macht die ganze Sache noch intensiver. Das war ihm hier eine unwahrscheinliche Lektion. Was noch? Ja, ich lerne langsam, für das einzustehen, woran ich wirklich glaube. Also, was er damit sagen will, ist, er lernt langsam, dass er im Leben auch handeln muss, seinen Gefühlen entsprechend. Zum Beispiel, wollte seine Familie euch nicht zusammen sehen. Ja, und er hat dann so nachgegeben, hat gesagt, ja, okay, ich höre lieber auf meine Familie, anstatt für das zu kämpfen, was mir wichtig ist. Ja. Und jetzt passiert genau das Gegenteil bei ihm. Er sagt, nee, nur weil meine Familie das will, was juckt mich das? Ich will aber sie, also muss ich auch zu ihr stehen, für sie kämpfen. Also das Blatt in seinem Herz, in seinen Gedanken ändert sich hier gerade. Also deine Abstinenz, das soll ich gerade sagen, deine Abstinenz bei ihm, dass du nicht da bist, bewirkt unwahrscheinlich viel in seinem Inneren. Unwahrscheinlich viel. Und da haben wir wieder das energetische Gesetz, ja. Wenn man die ganze Zeit etwas jagt, dann rennt es meistens weg, ja. Wenn man aber mal die Energie loslässt und sagt, gut, dann lauf doch, Forrest, lauf. Ich lauf dir nicht mehr hinterher. Dann passiert nämlich genau das, sich der Spieß umdreht und die Energie kommt von ganz allein. So ist es. Ja, so schaut es hier jetzt gerade aus. Und ich hätte jetzt gern noch eine Energie auf euch beide. Die Rosenquarz-Truppe, ja? Du und dein Gegenüber hat er abgeschlossen. Klare Energien bitte. Gedanken und Gefühle. Was sagt er zu diesem Thema? Wie steht er zu dir? Wie steht er zu dir? Ihr könnt euch auch gerne alle Kristalle anschauen. Kann sein, dass alle Botschaften für dich sind. Ihr könnt auch zwei anschauen. Ja, macht das ganz nach Gefühl. Wow. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist die Liebe meines Lebens, sagt er. Du bist die Frau, die ich bei mir haben will. Du bist die Frau, die ich wunderschön finde. Du bist die Frau, in der ich so viel sehe, so viel Potenzial. Du bringst alles mit, was ich mir in einer Frau wünsche. Deine Art, wie du mit mir umgehst, wie du mich behandelst. Die Gefühle, die du mir gibst. Die Art und Weise, wie du zu dir stehst. Wie du aussiehst. Wie ich mich fühle, wenn ich bei dir bin. Das Gefühl, was du mir als Mann gibst. Du bist die Liebe meines Lebens.
Und jetzt, wo ich die Liebe meines Lebens verloren habe, wird mir bewusst, was ich da hatte. Wird mir bewusst, dass ich sie gefunden hatte. Vielleicht habe ich gedacht, danach würde noch mal was anderes, vielleicht was Besseres kommen oder ohne dich wäre ich besser dran oder was auch immer. Vielleicht hatte ich nicht den Mumm, zu diesen Gefühlen zu stehen, aber ich weiß es, in meinem Herzen weiß ich es. Du bist die Liebe meines Lebens. Und ich vermisse dich. Diese Stille zwischen uns macht mich verrückt. Ja, seitdem du weg bist, steht meine Welt Kopf. Und ja, ich ignoriere die ganze Situation. Mir fällt es leichter, nicht mit dir zu sprechen, weil ich nicht weiß, ob du überhaupt noch was für mich empfindest und wie ich mit dir sprechen soll. Fakt ist, mir wird immer mehr bewusst durch dich, dass ich für das, was ich haben will, für wen ich haben will, auch kämpfen muss. 10. Oktober. 10 Tage. 10 Wochen. 10 Monate. Der 10. am 10. Du und er. Erfolg. Das war's noch nicht, höre ich. Das war's noch nicht. Vielleicht ist das ja auch schon ein Erfolg, dass er das Ganze überhaupt erkennt, dass er deinen Stellenwert überhaupt erkennt. Ja? Es wird hier vielleicht noch zu Erfolg kommen. Jetzt ist die Situation so, aber was passiert, wenn sich das Blatt dreht und man auf einmal himmelhoch jauchzend dort steht und die Arme hochwirft und sagt, juhu, weil etwas klappt. Seht ihr das? Meine Lieben, Team Rosenquarz, das war eure Botschaft. Vielleicht sollte es ja genau so kommen, ne? Ihr wisst, Leute, nichts passiert ohne Grund. Vielleicht sollte auch diese Zeit sein, damit er gewisse Erkenntnisse hat. Denn was man einmal verloren hat, verliert man kein zweites Mal. Danach passt man umso besser drauf auf. Meine Lieben, das war eure Botschaft. Abonniert gerne meinen Kanal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr in Resonanz gegangen seid. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Stapel. Und zwar dem wunderschönen Rosenquarz, wollte ich gerade schon sagen, Bergkristall. Das hier ist eine Bergkristalldruse. Da könnt ihr übrigens auch sehr gut Kristallschmuck drauf aufladen. Und der steht für die Klarheit, für die Reinheit. Ja. Auch übrigens sehr, sehr toll gegen Kopfschmerzen, Kopfchaos, ne? Oh, ich liebe das. Wenn ich ganz viel Stress habe, viel zu tun habe oder irgendwie so schlechte Energien zu Hause sind, dann kommt der Bergkristall zum Einsatz. Wunder, wunderschön. Also, lieber Bergkristall, welche Botschaft hast du für uns? Ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften, bitte. Du und er, welche Grundenergie haben wir? König der Kelche. Hier ist jemand im Gefühl. Wow, deine Energie wirkt sehr stark aktuell auf diese Person. Jetzt gerade zu dieser Zeit denkt dieser Mensch viel an dich. Er denkt viel über dich nach. Er sehnt sich nach dir. Mir kommt rein, dass er sich Gedanken macht. Ich höre eine Entscheidung. Dieser Mensch denkt über eine Entscheidung nach. Wasser, Wasserelement. Als Doppelbestätigung dein Gegenüber könnte Krebs, Skorpion, Fische sein vom Sternzeichen. Kann, muss aber nicht. Zumindest ist das hier unsere Grundenergie. Okay. Welche Botschaften haben wir hier? Gedanken und Gefühle deines Gegenübers. Hat er abgeschlossen? Wie steht er zu diesem Thema? Ein Mann... 3 der Münzen. Nein, er hat nicht abgeschlossen, denn er sieht in dir eine Zukunft.
Dein Gegenüber, diese Person, mit der du zu tun hast, wirst du auch noch zu tun haben, sagen die Karten. Drei der Münzen. Das ist eine vielversprechende Zukunft. Das sind Zukunftspläne. Und ich habe gerade gesagt, dieser Mensch denkt über dich nach und über eine Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, seine Entscheidung geht in die Richtung, dass ihr nochmal Kontakt haben werdet. Ich krieg rein, dieser Mensch will nochmal Kontakt mit dir, denn eure Verbindung ist sehr wertvoll. Sie hat sehr viel Potenzial, kommt mir rein, sehr viel. Ihr könntet sogar Kinder miteinander kriegen oder vielleicht habt ihr schon welche. Ja? An eurer Beziehung hängt vielleicht auch einiges dran. Der König der Kelche, er hat eher die Tendenz zur Liebe, ja, zur Versöhnung. Ich sehe Zukunftspläne. Hier sind wirklich auch tiefe Gefühle. Auch die drei der Münzen steht für tiefe Liebe für den Partner. Ja, man ist sich sicher mit diesem Partner. Man will genau diesen Menschen. Ja, die Sonne. Ja, ja. Hier kommt's. Hier kommt's. Liebe Leute, also wenn ihr... Oh, und der Sieg. Okay. Ja, mir kommt's rein. So, meine lieben Freunde. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ja, und das ist es. Der Bergkristall steht für die Reinheit, für die Klarheit. Ja, er bringt Klarheit und genau das passiert hier gerade. Es ist, als würde man durchatmen. Hier geht es auch darum, dass vielleicht jemand diesen Mut fasst, auf dich zuzukommen. Dieser Mensch erlangt auch gerade Klarheit in seinem Herzen als auch in seinem Kopf. Ihm werden viele Dinge bewusst und hier, mir kommt rein, dass er das Bild von euch immer klarer vor Augen sieht. Ja, hier ist der Sieg, hier ist die Sonne. Oh mein Gott. Also die Sonne im Tarot, die bringt gute Neuigkeiten, ja. Und vor allen Dingen neutralisiert sie alles Negative, ja. Sie gleicht die Dinge aus. Und ich habe hier wirklich, das noch, ach, der Stäbe. Oh mein Gott, Leute, wow. Ja, das ist die Nachricht, die kommt. Die Acht der Stäbe. Hier kommt eine Nachricht mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Die wird von ihm abgesetzt, weil er diese Klarheit erlangt. Ihm wird bewusst, wer du bist, wer du auch in seiner Zukunft sein wirst. Und einen kleinen Haken hat's, aber es ist nicht schlimm. Es wird etwas dauern. Also es könnte für die einen oder anderen etwas dauern. Denn ich habe hier einen sehr langsamen Menschen. Mit den Sieben der Münzen ist das etwas, was aber zukünftig wachsen wird. Ja, ihr habt einfach schon eine gemeinsame Vergangenheit. Ihr habt hier ein gutes Fundament, auch wenn was vorgefallen ist. Ja, ihr habt hier schon wirklich viele Samen gesät und darauf will er aufbauen. Ja, er sieht in dir die Zukunft, wirklich. Also das ist eine wunderschöne Energie. Sehr klar, sehr rein. Wow. Und ich bin wieder fasziniert, wie die Karten heute Bände sprechen. Der Sieg, die Sechs der Stäbe hier unter. Wow, ehrlich. Hohepriesterin, bleib bei dir. Bleib bei dir, bleib ganz entspannt. Genieß die Sonne, genieß das Wetter. Mir kommt übrigens gerade der Sommer rein. Ich höre Juni, Juli. Juni, Juli höre ich für euch beide. Und du wirst eine SMS bekommen. Du wirst eine WhatsApp kriegen, eine E-Mail, einen Brief, vielleicht sogar handschriftlich, eine Nachricht. Irgendwie wird dich dieser Mensch hier kontaktieren, auf dich zukommen. Er wird aktiv werden, sagen wir es einfach so. Acht der Stäbe. Das ist ein Ereignis, das bevorsteht. Ein wunderschönes Ereignis, denn ich habe die Sonne und den Sieg mit den Sechs der Stäben. Die Sechs der Stäbe ist ein Projekt, was gelingt. Ja, etwas, was gut ausgeht. Und ich habe das Gefühl, es soll nämlich auch so ausgehen. Ich habe das Gefühl, diese Zeit werdet ihr überwinden. Also hier, wenn hier jetzt auch gerade so ein bisschen eine Wolkendecke hängt, die Sonne kehrt zurück. Wow, also dieser Mensch hat wirklich Gefühle für dich. Er ist der König der Kelche, der König des Gefühls, der Liebe. Und es sind Liebesgefühle. Und da er der König ist, ist er überzeugt davon. Also vielleicht ist es wirklich eine Erkenntnis gewesen, dass er jetzt weiß, dass er dich liebt. Vielleicht musste ihm das erst noch bewusst werden. Jede eurer Geschichten ist anders, aber ich überschlage es grob. Ja, er ist sich seinen Gefühlen sicher und will diese auch kommunizieren. Bleib bei dir, bleib in deinem Gefühl, in diesem State, in dem du jetzt vielleicht gerade bist.
Oh, das ist so eine schöne Energie. Juni, Juli höre ich. Eine Reise könnte irgendwie eine Rolle spielen. Das Wasser selbst. Vielleicht wohnt ihr am Wasser, du eher. Oder ihr wolltet zum Wasser. Kann auch sein, dass er dich auf eine Reise einlädt. Eine Schifffahrt, eine Bootsfahrt. Vielleicht so ganz klassisch irgendwo am See. Hey, hast du Lust, heute irgendwie Tretboot fahren zu gehen? Ich würde gerne mal mit dir reden. Ein Picknick höre ich. Irgendwie so ein Ausflug kommt mir rein. Kann sein, dass er dich irgendwie einladen wird. Vielleicht habt ihr mal sowas geplant. Vielleicht war das mal Thema bei euch, dass ihr irgendwie verreisen wolltet zusammen. Wenn auch nur kurz. Toxisch. Ich bin nicht gut für dich. Aha. Mir kommt hier etwas rein. Dieser Mensch hat in der Vergangenheit eventuell ein Verhalten an den Tag gelegt, womit er dir geschadet hat. Ja, vielleicht hat er irgendetwas getan, worunter du gelitten hast. Ja, vielleicht hat er dich geghostet oder noch viel Schlimmeres. Also ich weiß, ne, du wirst es wissen. Und er sagt, ich bin nicht gut für dich. Vielleicht war das auch was Geheimes hier mit euch. Eine Affäre und du bist eigentlich vergeben, ja. Und er weiß, er liebt dich, aber er denkt sich, nein, ich bin nicht gut für sie. Ich zerstöre dann ihre Beziehung. Oder vielleicht ist es sogar eine Beziehung mit Kindern. Was ist, wenn sie sich wegen mir trennt? Und ne, also er hat irgendwie, in irgendeiner Form, du wirst es bestimmt wissen, das Gefühl, er ist nicht gut für dich. Vielleicht hat er auch eine Sucht. Schlechte Angewohnheiten. Zu wenig Zeit für dich. Kann dir vielleicht nichts bieten in seiner Welt, was eigentlich vollkommen egal ist. Aber er denkt sich das, ich bin nicht gut für dich. In irgendeiner Form, aber er weiß, dass er dich liebt. Wow, jetzt fällt doch glatt die gleiche Botschaft nochmal. Unsicherheiten. Ich fühle mich nicht gut genug für dich. Also Leute, das ist ja jetzt hier. Ich bin nicht gut für dich. Ich fühle mich nicht gut genug für dich. Es geht auch um Selbstwert. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das kommt mir ganz klar rein. Wenn dieser Mensch in den Spiegel schaut oder er steht in seiner Wohnung und guckt sich so um und er denkt sich, oh Gott, was soll ich ihr bieten? Was habe ich ihr schon zu bieten? Oder, oh, ich sehe nicht gut genug aus. Oder, oh, bevor ich mich mit ihr treffen kann, muss ich erst noch 10 Kilo abnehmen. Oder er hat wirklich irgendwie eine heimliche Sucht vielleicht auch. Heimlich in Klammern. Oder er hat einfach so sein Leben nicht so wirklich im Griff. Ja, oder finanziell sieht es nicht gut aus. Also es gibt irgendwas ganz, ganz Wichtiges, wo dieser Mensch hier sagt, ich fühle mich nicht gut genug für dich. Ich bin nicht gut für dich. Du hast was Besseres verdient. Ich höre, du hast was Besseres verdient. Oder dieser Mensch ist viel jünger als du, ja, und denkt sich, oh Gott, das ist eine reife Frau, was soll ich da machen? Das sind die Gedanken, die mir reinkommen. Aber dieser Mensch weiß, er liebt dich. Also Liebe hat er ganz, ganz viel für dich über. Ganz viel. Aber vielleicht ist es in seiner Welt irgendwie wichtig, dass man statt Liebe Geld hat. Und das hat er nicht. Horch mal in dich rein, du wirst wissen, was das ist. Wow. Och Mann, das tut mir echt leid. Du bist, jetzt macht's alles Sinn. Die 6 der Stäbe, du bist der Preis. Siehst du das? Er stellt dich auch auf ein Podest. Du bist wunderschön, also attraktiv, ja. Du hast vielleicht auch hier mehrere Verehrer. Also du könntest vielleicht auch wirklich andere Männer haben, wenn du wollen würdest, ja. Und er fragt sich, wieso will sie mich? Sie hat so viele, die ist so wunderschön. Also sie könnte so viele andere Männer haben. Warum will sie mich? Er stellt dich auf ein Podest. Guck mal hier, du stehst hier auf so einer Bühne. Er stellt dich so hoch und sagt, oh Gott, ne, sie, wow. Und du bist auch hier von der Stimmung, von deiner Attitude. Du bist so eine richtig positive Energie, kommt mir rein. Und er weiß, er hat die Klarheit, dass er dich liebt. Er wird gerne was mit dir aufbauen, was Bestand hat. Hier eine feste Wurzel ist hier im Boden, ja. Das kann hier wirklich wachsen und gedeihen. Er will auch aktiv werden. Er sieht die Zukunft mit dir. Er weiß, du bist diese Frau, die er will. Hochzeit könnte ein Thema sein. Er könnte dich sogar heiraten wollen. Aber er hat hier wirklich so Schattenthemen. Er hat das Gefühl, er ist nicht gut für dich. Nicht gut genug für dich. Eine Energie bitte. Du und er.
Und wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen Unklarheiten hast und du denkst, ich könnte noch eine Botschaft gebrauchen, du kannst dir auch noch den Rosenquarz und den Turmalin anschauen. Ihr könnt euch gerne mehrere Legungen anschauen, je nachdem, was euer Gefühl euch sagt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einige Botschaften auf meinem Kanal. So ist es nicht. Ich lege jeden Tag für euch. Übrigens, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr neu dabei seid und euch irgendwie mein Stil gefällt. Ehrlich, dann seid ihr im Team Sunshine, das sind wir. Und ja, ich lege jeden Tag für euch. Also, seine Gedanken und Gefühle in Bezug auf dich. Unsere Verbindung ist gesegnet, sagt er. Diese Person hält sich so die Hand ans Herz. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch hat ganz, ganz tiefe Gefühle für dich, ganz tief. Ist auch ein sehr emotionaler Mensch, vielleicht auch ein sensibler Mensch, ja, vielleicht fühlt er sich schnell angegriffen oder er hat so sensible Punkte, vielleicht auch aus der Kindheit oder aus vergangenen Beziehungen, wo er sagt, ouch, wo er sich vielleicht auch so ein bisschen einhüllt, ne, und man dann nur schwer rankommt. Die 35 könnte eine Rolle spielen, dritte, fünfte, 35. Er glaubt an eure Verbindung. Vielleicht bist du auch diejenige, die sich zurückgezogen hat. Hier hat ein Mensch wirklich tiefe, tiefe Gefühle für dich. Aber irgendwas im Weltlichen macht ihm Kopfschmerzen, wo er sagt, oh Mann, ne? Vielleicht bist du auch vergeben. Ja, das war die Botschaft für den wunderschönen Bergkristall. So sieht's hier aus auf dieser Seite. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sehr, sehr schön. Falls du jetzt das Video ausmachst, dann, wie gesagt, schön, dass du da warst. Und ansonsten geht's jetzt weiter mit der nächsten Botschaft und mit dem wunderschönen Turmalin. Ganz, 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 ganz toller Stein. Wunderschön. Kann ich auch nur empfehlen. Viele fühlen sich auch von der Farbe schon sehr angezogen. Ich weiß, das schreibt ihr mir sehr, sehr häufig. Und hier gucken wir jetzt rein. Du und er. Welche Gedanken und Gefühle hat er zum Thema, hat er abgeschlossen? Du und er. Hat er abgeschlossen? Klare Botschaften bitte für das Team Turmalin. Tim. Okay. Aha. Hier orientiert sich gerade jemand neu, denn er war oder ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er nicht so richtig weiter weiß. Er hat das Gefühl, dieser Mensch ist in so einer Sackgasse. Er steckt fest. Der Mensch, den ich hier habe, der wünscht sich irgendwie was Neues. Kann sein, dass dein Gegenüber vergeben ist oder aber irgendwie sonst in irgendeiner Situation feststeckt. Zum Beispiel beruflich viel am Arbeiten und hat sonst nichts im Leben, so nach dem Motto. Also lebt eigentlich für die Arbeit. Seelenpartnerschaft, die Kraft. Ja, deine Person, wenn es um die Kraft und seine Energie geht, dann geht es ihm nicht sonderlich gut. Also er steht hier nicht fest auf beiden Beinen, ganz im Gegenteil. Der schippert hier irgendwo rum, irgendwo im Nirgendwo, so nach dem Motto, und sucht so quasi nach dem Sinn. Und in Bezug auf dich sucht er genauso. Er weiß es nicht. Er weiß es gar nicht. Fakt ist, er hat sich zurückgezogen mit den Neun der Stäben. Oh, ich habe hier auch ein minderes Selbstvertrauen. Dieser Mensch zweifelt selber so an seinem Selbstbewusstsein. Kann sein, dass das wegen diesen Umständen im Außen kommt, dass er sich nicht so auf der Höhe fühlt. Mit den Neun der Stäben habe ich hier auch... er beobachtet dich, glaube ich auch. Er beobachtet dich, kommt mir rein. Ich weiß nicht, ob du irgendein Social-Media-Profil hast. Vielleicht sogar auch nur bei WhatsApp, da kann man ja auch so Bilder reinstellen. Seid ihr da mal nicht so sicher, dass das unter seinem Namen alles passiert, sondern es könnte sein, dass er einen Fake-Account hat. Für einige habe ich sogar, kommt mir rein, dass er sich als ein Freund von dir ausgibt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, kommt mir rein. Fakt ist, er hat sich zurückgezogen und begutachtet eure Situation jetzt aus der Ferne. Und er ist hin und her gerissen. Er hat zwei Tendenzen. Fakt ist, er will irgendwo raus. Er muss irgendwo weg. Vielleicht ist dieser Mensch... merkt ihr? Wartet kurz.
Moment. Moment. Ihr merkt, wie ich jetzt gerade, also in den ersten beiden Legungen war alles in Ordnung. Jetzt gerade, mein Hals ist zu, Halschakra geht zu, Unausgesprochenes, Lügen kommen mir rein und ich verspreche mich die ganze Zeit. Das hier ist eine total wüste Energie und das passt auch zu den Sechs der Schwertern. Hier ist irgendwie so eine unruhige Energie. Dein Gegenüber ist irgendwie verstrickt. Dein Gegenüber ist verzettelt. Der hat irgendwelche Probleme. Kann sein, dass er zum Beispiel jemandem viel Geld schuldet und dieser jemand will das jetzt wieder haben. Generell ist er irgendwie nicht stabil, kommt mir rein. Er schippert so durch die Gegend in seinem Leben, findet aber nicht so wirklich so den Punkt, wo er mal den Anker auswirft. Als wäre er immer auf der Flucht. Als würde er sich immer noch selber suchen, ist aber vielleicht schon 45 oder so. Also hier ist so eine ganz unruhige Energie. Ich habe auch, wisst ihr, was ich reinkriege? Dieser Mensch will sich nicht festlegen. Er will sich nicht festlegen. Also falls das mal ein Problem bei euch war, wegen einer festen Beziehung oder so, dieser Mensch will sich nicht festlegen. Er hat sich noch nicht mal selbst gefunden, kommt mir rein. Und ich merke, wie ich auch so ein bisschen energisch werde und so ein bisschen wütend. Und ich glaube, dieser Mensch hat so Frust auf sich selbst. Er ist einfach frustriert. Boah, das ist gerade so eine richtig heftige Energie, die mir hier reinkommt. Und ja, für euch mache ich das gern. Aber echt, manchmal, das ist richtig anstrengend in so einer Legung, weil bei einem der Kristalle hatte ich gerade so ein schönes Gefühl und jetzt bin ich so, oh, das ist hier wie so ein ewig bleibender Single. Jemand, der sich nicht festlegt, jemand, der Probleme mit sich selbst hat, mit seinen inneren Geschichten. Jemand hat alles noch gar nicht aufgearbeitet aus der Vergangenheit. Sowas habe ich hier. Gedanken bitte. Ja, defensive. Ja, ich drücke dich weg, weil ich nicht bereit bin zu reden. Wow, 9 der Stäbe, guck dir das an. Ich habe diese Mauer zwischen uns gebaut, weil ich nicht bereit bin, mit dir zu reden. Aber beobachten tue ich dich trotzdem. Ich bin ja interessiert daran, was du machst. Dein Gegenüber will nicht reden. Er kommt mit sich nicht klar, höre ich. Ich komme nicht klar. Wisst ihr, was ich reinkriege? Dieser Mensch könnte sogar mal irgendwie so zu Hause gegen die Wand geboxt haben oder hat vielleicht auch so ein bisschen Aggressionsprobleme oder Wahnsinn. Ich habe so eine Schwere auf der Brust. Er ist nicht bereit, mit dir zu reden, sagt er. Vielleicht hast du schon oft das Gespräch gesucht mit ihm. Er sagt nein. Welche Energie wirkt hier bei euch beiden? Du und er. Welche Energie wirkt? Und ich habe hier den schwarzen Turmalin. Das Schwarz ist so treffend. Ich kriege eine richtig dunkle Energie. Und es ist ja nicht schlimm, die muss es ja auch geben, ne? Hell und dunkel, alles gut. Ohne das eine nicht das andere. Aber hier wirkt gerade so eine negative Energie. Wirklich. Ich kriege Halsschmerzen. Der Hals. Worte fallen ihm schwer. Halschakra bei ihm könnte auch blockiert sein. Ja. Er ist ja auch nicht bereit, mit dir zu reden. Oh, nee. So, Leute, und jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. Also, wenn ihr gerade genauso geflasht seid, unbedingt mal das Video liken. Ich bin wirklich gespannt. Und ansonsten, wie gesagt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ihr werdet jetzt sehen, was ich gerade gesagt habe. Schaut euch den Turmalin an. Ja, schaut ihn euch an. Und jetzt schaut euch die Karte an, die gefallen ist. Und da soll noch mal einer sagen, das wäre Zufall. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Also ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Dämonen, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Besiege deine Ängste von Angesicht zu Angesicht mit deinen Dämonen. Ich habe es gerade gesagt, er hat seine inneren Sachen noch nicht aufgearbeitet. Ich sage euch eins, würd ich meine Videos hier schneiden auf YouTube, das wird mir manchmal keiner glauben, was hier gelegt wird. Hier haben wir diese Energie, die dunkle Energie, die Dämonen. Hier wirkt eine ganz, ganz große Schattenenergie bei deinem Gegenüber. Hier ist so wirklich auch ein Kampf gegen sich selbst. Jemand ist hier wirklich mittendrin in so einem Gewitter. Hier regnet's. Auch hier wieder das Schwarz, stürmisch. Weißt du, hier sind so Energien, die um ihn umgeben. Als wäre er in so einem Dauersturm und er findet keine Rast. Mir kommt rein Flucht. Deine Person flüchtet auch vor all diesen Themen. Er will sich dem Ganzen hier auch nicht stellen.
Ja, er will sich auch eurer Geschichte hier nicht stellen. Ich weiß nicht, ob er was verbrochen hat. Du, ihr beide. Hier liegt eine Schwere in der Luft. Und er ist nicht bereit, darüber zu reden. Er hat noch nicht hier quasi diese Hürde angenommen, sich diesen großen Dingen hier zu stellen. Ich weiß nicht, wer hier der Drache ist. Ob du das bist? Ob ihr so eine arge Streitenergie habt? Ob das vielleicht einfach ein Schattenthema von ihm ist? Zum Beispiel hat er Probleme damit, sich zu entschuldigen. Sich auch mal weich zu machen, sich zu öffnen, vielleicht auch mal dazu zu stehen, einen Fehler gemacht zu haben. Vielleicht ist das seine Schattenseite und du hast ihn getriggert, um genau das bei ihm hochzuholen. Und er ist aber noch nicht bereit, sich diesem Thema zu stellen. Ängste, ja, Bindungsängste könnte hier auch der Drache sein. Themen aus der Kindheit, Probleme Liebe anzunehmen, Probleme Liebe zu empfangen oder zu geben. Er ist hier sehr defensiv, ja, er zieht sich zurück aus eurer Verbindung und er kann sich dem jetzt nicht stellen, sagt er. Ja, du stellst in irgendeiner Form eine ganz, ganz große Hürde, Bürde für ihn dar, wo er Angst hat, mit konfrontiert zu werden. Ich weiß nicht, was da zwischen euch war. Fakt ist, deswegen auch hier heute als erste Energie die 9 der Stäbe, das ist die Mauer, die ihn trennt von dir, die ihn trennt von diesem Drachen. Siehst du das? Stell dir vor, hier wäre eine Mauer. Er schottet sich ab hinter diese Mauer. Er stellt sich nicht ganz wichtigen Themen, die er eigentlich bearbeiten müsste. Und das ist dieser Konflikt. 2 der Münzen. Du hast ja 2 Optionen. Hier ist ein Konflikt, der wirkt. Ja, hier kämpft quasi so gut gegen böse. Engelchen gegen Teufelchen. Ja, er ist hier in so einer Dynamik zwischen Hü und Hot. Ja und nein. Mach ich nicht. Aber er entscheidet sich immer wieder für die Flucht. Boah, Leute, das... Also an dieser Stelle, ich bin komplett geflasht. Das hier ist ein ganz, ganz, ganz krasses Ding. Und es ist kein Zufall, weil wenn ihr euch jetzt mal anschaut, ja, diese Karten, die haben hier nicht unbedingt oft irgendwie, ne, so etwas. Dass das hier so matcht, das flasht mich auch. Besiege deine Ängste. Es geht um Ängste auf seiner Seite. Von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht wäre genau so ein Gespräch bei euch mal gefragt, ja? Euch in die Augen zu schauen und dann mal Fakten auf den Tisch. Mit deinen Dämonen. Es geht um seine Schattenthemen. Und vor denen flüchtet er. Und hier ist es wichtig, auch für euch beide, dass er sich diesen Themen stellt. Aber daran kannst du nichts ändern. Das muss er mit sich ausmachen, ja? Sodass er nicht mehr 2 Münzen hat, sondern nur noch eine. Oh mein Gott, wow, Leute, das soll es heute gewesen sein. Ey, ihr macht mir eine unglaubliche Freude, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann wächst nämlich das Team Sunshine, das sind wir. Ich freue mich jeden Tag so sehr auf die Legungen hier für euch. Es ist kostenlos. Ansonsten, viele fragen immer, wie kann man was zurückgeben und so weiter. Ihr könnt gerne Kanalmitglied werden und damit macht ihr mir eine Riesenfreude. Ihr kriegt dann auch noch so andere Vorteile, Emojis zum Beispiel und so weiter. So ein cooles Symbol vor eurem Namen hier bei YouTube. Da habt ihr so eine Sonne, dann weiß jeder so, ah, guck mal, Team Sunshine. Also auch mega cool und wirklich Dankeschön an dieser Stelle an alle, die schon Kanalmitglied sind. Das ist der Wahnsinn. Danke an meine Abos für eure Likes, für eure Kommis und so weiter. Ja, motiviert mich total und ja, ne? Daher nehme ich die Kraft, jeden Tag hier für euch zu legen. Und ich hoffe, ich konnte euch heute eine Freude machen. Wahnsinn, was ein Brett. Also, meine Lieben, ich drücke euch, wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns morgen, ja? Ich habe euch lieb und niemals vergessen, always smile and shine.